Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Zunächst zum SPD-Parteitag. Aus unserer Sicht ist das eine sehr gemischte Bilanz. Natürlich stehen im jetzigen Wahlprogramm auch Punkte, die uns verbinden, wie zum Beispiel gebührenfreie Bildung oder eine solidarische Gesundheitskasse. Aber auffällig ist vor allem im SPD-Wahlprogramm, wo sie in den entscheidenden Stellen unkonkret bleibt. Also Unverbindlichkeit wird dort groß geschrieben im SPD-Wahlprogramm und auffällig ist, wo sie nichts sagt. Ich halte es für einen großen Fehler, dass die SPD das Hartz-IV-Sanktionsregime nicht verändern, nicht abschaffen möchte, noch nicht mal abmildern will. Damit gibt sie faktisch den Kampf gegen Armut auf und das ist ein echtes Versagen für Sozialdemokratie. Desillusionierend ist auch der Verzicht auf eine Vermögenssteuer. Und das muss man ganz klar sagen, der Verzicht auf eine Vermögenssteuer bedeutet auch den Verzicht darauf, dass Kommunen und Länder mehr Geld zur Verfügung haben, zum Beispiel für bessere Kitas, für die Bildung, für den Ausbau des Breitbandes, aber eben auch zum Beispiel für mehr Streifenpolizei. Noch vor einigen Wochen hat Martin Schulz lautstark gegen die überhohen Managergehälter gewettert. Wenn man jetzt schaut, gibt es irgendwie eine verbindliche Begrenzung von Managergehältern, Fehlanzeige. Es geht lediglich um eine Begrenzung dessen, was steuerlich absetzbar ist. Also unterm Strich kann man sagen, es steht einiges Richtiges drin im Wahlprogramm der SPD, aber die SPD begrenzt sich vor allem darauf, weitere Verschlechterungen abzuwenden. Und das ist nichts Handfestes dabei für Leute, die von Armut bedroht sind. Die Linke hingegen hat hier ganz klare Vorstellungen. Wir wollen garantieren, dass kein Mensch hierzulande in Armut fällt, dass niemand mit weniger als 1050 Euro im Monat auskommen muss. Und wir wollen, dass die Menschen mit mittleren Einkommen deutlich besser gestellt werden. Wenn es um die Besteuerung von Millionären und Konzernen geht, muss man die SPD wirklich immer zum Jagen tragen. Das zeigt auch nochmal, wie wichtig eine starke Linke ist. Und ich sage deshalb ganz deutlich, damit der Gerechtigkeitstiger Martin Schulz aus Würselen nicht am Ende als Bettvorleger der Großen Koalition landet, braucht es hierzulande eine starke Linke, die immer wieder Druck ausübt. Nun zu dem viel diskutierten und kommentierten Angriff auf Angela Merkel. Ich finde, Martin Schulz hat in seiner Rede gezeigt, dass er zumindest noch nicht aufgegeben hat gegenüber Angela Merkel. Damit aber seine Kritik an Merkel mehr ist als eine reine symbolische Abgrenzung, finde ich, sollte man jetzt auch mal im Bundestag von Seiten der SPD ein bisschen Butter bei die Fische geben. Und hierzu habe ich einen ganz konkreten Vorschlag. Es gibt die Möglichkeit, dass wir noch in dieser Woche im Bundestag die Ehe für alle ermöglichen und einführen. Die Ehe für alle kostet nichts, die macht niemanden ärmer, aber die hilft sehr vielen Menschen. Und ich finde, das weiterhin zu verhindern und die jetzige Mehrheit nicht zu nutzen, das ist vielmehr ein Angriff auf Gleichstellung von unterschiedlichen Lebensweisen. Wir als Linke stehen auf jeden Fall bereit, die Ehe für alle noch zu ermöglichen, auch noch in dieser Wahlperiode. Nun zu der Studie zur drohenden Altersarmut. Laut einer Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung ist jeder Fünfte hierzulande demnächst von Altersarmut bedroht, vor allem alleinstehende Frauen, Erwerbslose und Menschen ohne Abschluss. Und diese Studie ist alles andere als Alarmismus, denn sie gehen sogar noch von einer niedrigen Armutsrisikogrenze aus als wir. Angesichts dieser Prognose wird nochmal besonders deutlich, wie unzureichend das Rentenkonzept der SPD ist. Denn einfach das Rentenniveau beim jetzigen Niveau bei 48% einzufrieren, weiterhin die Rente erst ab 67 beizubehalten und keinen garantierten Schutz vor Altersarmut zu bieten, das reicht einfach nicht aus. Wir als Linke hingegen haben ein Rentenkonzept, was vorsieht, dass das Rentenniveau angehoben wird auf 53%. Wir wollen, dass das Renteneintrittsalter wieder auf 65 zurückgeführt wird und wir wollen, dass Menschen mit niedrigen Löhnen deutlich höhere Rentenanwartschaften bekommen. Das würde zum Beispiel für eine Verkäuferin bedeuten, am Ende eines langen Arbeitslebens, dass sie eine Rente bekommt, die 270 Euro höher ausfällt. Und wir als Linke stehen zudem für eine solidarische Mindestrente, damit kein Rentner, keine Rentnerin im Alter mit weniger als 1050 Euro im Monat auskommen muss. Deswegen sage ich, nur eine Stimme für die Linke ist verlässlich eine Stimme gegen Altersarmut. Zu G20. Der wird nun
übernächste Woche in Hamburg stattfinden. Und in dieser Zeit müssen die Anwohnerinnen und Anwohner in Hamburg mit verschiedensten Einschränkungen auch im Alltag rechnen. Es ist jetzt schon klar, dass es enorme Einschränkungen von Grundrechten und Demonstrationsrechten gibt. Der Ausnahmezustand, die Verbotszone ist 38 Quadratkilometer breit. Wir wissen, dass infolge des Sicherheitskonzeptes mehrere Unternehmen, Geschäfte, gastronomische Einrichtungen in der Nähe oder in der Sicherheitszone für mehrere Tage geschlossen sind, deswegen auch enorme Einnahmebußen zu verzeichnen haben. Und ich finde, hier droht wirklich, dass eine Stadt in Ausnahmezustand versetzt wird. Und vor diesem Hintergrund muss man doch sagen, was für ein Größenwahn der Entscheider, dass sie die G20 direkt ins Zentrum einer Stadt wie Hamburg geholt haben. Angela Merkel und Olaf Scholz haben diese Entscheidung mitzuverantworten und sie tragen damit auch die Verantwortung. Denn in dieser Umgebung ist natürlich auch klar, dass die Kosten durch die Decke gehen werden, Kosten, die am Ende wieder der Steuerzahlende zu tragen hat. Und seine dicht besiedelte Großstadt ist das halt eine schwierige Situation. Und erinnern wir uns an das, was vor 16 Jahren in Genua passierte. Damals gab es auch sozusagen Gipfel in einer dicht besiedelten Stadt, viele Proteste dagegen. Und am Ende gab es auch infolge einer aufgeheizten Atmosphäre einen erschossenen Demonstrant, unzählige Verletzte bei Polizei und bei Demonstrantinnen. Und auch im Hintergrund dieser Erfahrung wäre es womöglich besser gewesen, sich für einen anderen Ort zu entscheiden. Nun kommt noch erschwerend hinzu, dass ausländische Sicherheitsleute anlässlich des G20-Gipfels auch in Hamburg Waffen tragen wollen. Das vor dem Hintergrund, dass erst kürzlich Schlägertruppen von Erdogan auch in Washington auf Demonstranten dort losgegangen sind. Und hier meine ich an die Adresse von Angela Merkel, in dieser Frage muss sie klar Rückgrat zeigen gegenüber Erdogan. Es darf nicht sein, dass Erdogans Schlägertruppen womöglich noch mit Waffen ausgestattet auch hierzulande am Ende auf Demonstranten losgehen können. Da steht die Bundesregierung ganz klar in der Verantwortung. Vielen Dank.